Hallo, hier ist der Steven vom SupportNet und heute möchte ich euch ein neues Programm aus der Reihe von FreeStudio DVD Videosoft vorstellen. Wer kennt es nicht? Man möchte einfach nur ganz schnell eine Audio-CD brennen, aber entweder hat man das Programm nicht oder die Programme, die man hat, sind einfach nur überfrachtet und es ist viel zu viel Funktionen vorhanden. Man weiß also nicht, was man machen soll. Jetzt gehen wir doch einfach mal auf das Programm in der Kategorie CD, DVD und Blu-ray-Disc. Und wählen den Free Audio CD Burner aus. Das ist auch schon alles. Ganz kleines, simples Programm. Wir haben jetzt hier ein Vorschaufenster und können jetzt sagen, Datei hinzufügen. Und dann wählen wir uns einfach mal diese Audiodatei. Ach, nehmen wir gleich beide. Und sagen öffnen. Jetzt sagt er uns, beide zusammen sind 6 Sekunden lang. Das ist nur ein kleiner Test, eine WMA-Datei. Und er würde hier unten uns auch die Belegung von der CD anzeigen, wenn wir eine eingelegt hätten. Wir können natürlich jetzt sagen, die Datei wieder löschen. Und jetzt sagt er, es sind nur 3 Sekunden, also die geht 2 Sekunden noch was. Wir fügen die wieder hinzu. Weil jetzt möchte ich zum Beispiel, dass die Datei ganz oben ist, also mit dem Pfeil nach oben. So wird sie dann auch auf der Audio-CD abgespielt. In den Optionen kann ich dann natürlich sagen, ob Track Advance oder Disk Advance, die typischen Brennprogramme und das Team nochmal auswählen. Gut, auf Updates prüfen oder die Sprache einstellen und OK sagen. Jetzt nur noch auf Brennen klicken und das war's schon, unsere CD wird gebrannt. Also wer ein ganz einfaches Programm zum Audio-CD-Brennen sucht, ist hier genau richtig. Viel Spaß beim Testen!